So, ein neues Video, mal wieder. Und heute natürlich wieder mal eine neue Waffenvorstellung. Ich zeige bzw. präsentiere heute mal mein Selbstladegewehr 223, quasi ein AR-15 Waffensystem. Und zwar von der Firma Hähne. Die hat der ein oder andere in einem anderen Video ja schon mal zumindest in Teilen gesehen oder als Beispielswaffe. Und heute möchte ich mal direkt darauf eingehen. Schussvideo habt ihr ja gleich am Anfang gesehen. Da habe ich einfach mal ein paar Schuss abgegeben, liegend, nicht aufgelegt, ganz normal mit geschossen. Ja, zum Gewehr an sich. Die Hähne ist ja immer interessant. Warum habe ich die Hähne gekauft? Kurz und knapp, weil ich sie wollte. Ich habe da tatsächlich relativ wenig Argumente dazu, weil ja, man kann nahezu jedes AR-15 so erstmal kaufen, das schießt, trifft, funktioniert, tut, was es soll. Ich wollte aber unbedingt ein Pistensystem haben, also das habe ich ja auch schon mal in einem Video erklärt. Das musste ich unbedingt haben, das war einfach so mein innerer Monk, der das halt eben gewollt hat. Das heißt, da war etwas weniger möglich und ich habe mich dann letzten Endes dann für die Hähnel entschieden, die preis-leistungstechnisch ja, mein Favorit war. Fun Fact am Rande: Das Gewehr wird mitunter so auch von der ein oder anderen Polizeieinheit verwendet, mitunter in Sachsen oder in Hamburg. Da gab es dann auch am Anfang ein paar Probleme, wohl gerade in Hamburg. Da musste man das Gewehr dann nochmal überarbeiten. Und die Bundeswehr hat im Übrigen das MK-556 ursprünglich auch für sich erstmal ausgewählt als Nachfolger des Sturmgewehrs G36. Das hier ist quasi eine halbautomatische Variante vom MK-556. Sehr stark runtergebrochen, gebe ich zu. Ansonsten, der ein oder andere wird sich jetzt mal vielleicht fragen, ja, das kommt doch alles ein bisschen bekannt vor, das sieht auch alles so ein bisschen ähnlich aus. Im Endeffekt ist der Hauptentwickler des HK416A3, meine ich, nach seiner Arbeit bei Heckler & Koch zu einer Hähnel-Tochter gegangen, nach Saudi-Arabien, hat dort eben das MK556 entwickelt. Und das sieht halt so ähnlich aus. Das ist auch eines der vielen Gründe, weswegen eben Heckler und Koch und Hähnel da aktuell sich dumm und dappig klagen gegenseitig ein bisschen. Ist eine Sache, gehe ich nicht weiter drauf ein, ist somit für mich erstmal abgehandelt. Aber grob zur Erklärung. Ja, ansonsten, was schieße ich damit? Ich schieße damit vor allem im Bund Deutscher Schützen die Disziplin Fertigkeit 100 Meter. Eben mit dem Gewehr, wie heißt es wieder, Selbstladegewehr unter 6,5 mm mit Optik. Drauf habe ich aktuell noch ein Falke LE, ganz normale Standard-Rotpunkt und dazu ein dreifachen Magnifier. Kann ich quasi hin und her klapsen. Ich hätte auch ein ZF nehmen können, wollte ich aber nicht haben. Ich wollte einen Rotpunkt haben, weil mein innerer Monk das halt einfach so geschrien hat. Ich bin ein totaler Freund von Rotpunktsystemen. Ansonsten ja, das Falke habe ich mir damals gekauft, weil es einen sehr guten Eindruck gemacht hat. Wird aber wahrscheinlich in naher Zukunft dann auch ersetzt werden durch was anderes. Mir schwebt da aktuell was von Holosan vor. Mal gucken, wann es soweit ist und vielleicht gibt es da nochmal ein Update. Weiß ich jetzt aktuell noch nicht. Ansonsten gibt es da nicht allzu viel zu dem Gewehr zu erzählen, außer dass es eben schießt und trifft. Ich bin damit sehr zufrieden. Hauptsächlich verwende ich von Hera Arms die H3L Magazine, die H3L Pro Magazine stehen auf der Wunschliste, werde ich wahrscheinlich zu Weihnachten als Weihnachtsgeschenk bekommen. Aber ja, ich wollte Lookalike 30er Magazine haben, einfach weil ich ja mitunter bei der Fertigkeit einen Magazinwechsel durchführen muss. Und das sind die sehr kurzen, knappen Magazine, finde ich da einfach nicht so pralle. Ja, außerdem, sind wir mal ehrlich, es sieht halt einfach besser aus. Ja, und Optik schießt mit. Ansonsten, ja, hat ein Pistensystem, dementsprechend relativ wartungsfreundlich. Man muss es nicht sonderlich oft putzen, das Gewehr. Und es funktioniert halt immer, aber ich sag's euch so, wie es ist. Wenn neben mir einer schießt mit, sagen wir mal, mit einer Schmeißer oder mit einer Hera Arms oder mit einer Heckler & Koch
und er schießt weniger Ringe als ich, dann liegt das nicht an der Waffe, sondern es liegt am Schützen. Das sage ich hier einfach wirklich Fairness halber. Die Waffe, sage ich so wie es ist, die kann nichts besser, aber auch nichts schlechter als andere Waffen. Ja, aber wie gesagt, wollte ich halt haben. Ansonsten munitionstechnisch, ich verwende eine gigantische Palette an Munition. Ich habe hier mal, also falls es mal interessiert, das ist im Übrigen die 223 Remington. Ich habe jetzt aktuell zum Beispiel mitunter hier eine Gecko DTX da in 55 Crane. Ich verschieße ansonsten auch sehr gerne die PPU 55 Crane Military Line. Wenn man sie halt mal bekommt, ich habe noch ein bisschen was da. Ich schieße auch Magtech 55 Grain damit und ich schieße auch Topshot 55 Grain damit und auch S&B 55 Grain. Ihr merkt also, ich schieße vor allem 55 Grain. Die läuft wirklich hervorragend in dieser Waffe. Super geile Streukreise, super präzise. Wenn ich mal ein schlechtes Ergebnis schieße, dann liegt es an mir und nicht an der Waffe. Ansonsten, ja, ist ein Halbautomat. Das Funktionsprinzip ist, denke ich mal, selbsterklärend. Ja, das Magazin kommt rein, ich lade durch. Ja, hier hinten, ja, gibt den ersten Schuss ab. Die Waffe repetiert selbstständig, also sprich, wirft die eine Hülse aus, führt die nächste Patrone zu und dann kann ich so lange hier hinten den Trigger benutzen, bis das Magazin leer ist, keine Munition mehr da ist und dann ist das ganze Ding quasi erledigt und dann muss ich das Magazin rausnehmen. Ein neues Magazin, dann mit Patronen wieder einfügen und weiter geht's. Klassisch Halbautomat. Ansonsten, ich könnte jetzt noch sagen, ich habe hier eine einstellbare Schulterstütze. Es ist aber alles für mich etwas, wo ich sage, das muss ich nicht wirklich erklären. Vorne habe ich im Übrigen noch hier einen angewinkelten Handgriff mit dran und gerade wenn ich Fertigkeit schieße, teilweise dann noch ein Zweibein, weil da darf ich ja die Waffe mitunter auf Zweibein abstützen. Macht es dann natürlich auch ein bisschen einfacher und ist halt angenehmer. Ja, hab noch eine Art Notvisierung. Na komm, klapp auf. Das sind sogar MagPul, glaube ich. Die waren standardmäßig mit dabei. Einstellbar habe ich hier hinten dann auch. Muss ich halt quasi das Magnifier zur Seite klappen und dann kann ich hier das Gegenstück. Kann ich dann im Übrigen trotzdem mit der Optik hier zusammen so drauf lassen, kann es verwenden, funktioniert einwandfrei. Ja, ist halt mein Setup, wie gesagt. Ich schieße damit vor allem die Fertigkeit und mal gucken, vielleicht auch irgendwann mal IPSC, wenn sich das ergibt. Aktuell habe ich ja nur den Sword für die Kurzwaffe, dementsprechend ist da die Langwaffe noch raus. Aber ich glaube, da sehe ich mich dann eher mit einem leichteren Gewehr einfach, weil das Ding ist halt schon Brocken. Das wiegt halt ein bisschen was. Ja, und ansonsten, ja, man könnte hier auch noch den längeren Handschutz machen, der dann ein bisschen weiter vorgeht, wenn es einem gefällt. Mir reicht der Handschutz völlig aus und außerdem hätte ich dann nur noch mehr Gewicht rumzuschleppen. Dementsprechend, ich bin da ganz froh drüber und bin damit soweit glücklich. Ja. Und ansonsten gibt es da nicht allzu viel zu erklären. Ich habe die Waffe jetzt, die hat mittlerweile plus minus um die knappe 5.000 bis 6.000 Schuss durch. Irgendwelche Probleme kann ich nicht drüber reden. Ja, es funktioniert alles, es sitzt alles fest. Reinigung mache ich relativ wenig. Wie gesagt, Munition habe ich ausprobiert. Ich habe auch größere Gewichte ausprobiert, da habe ich sehr schlechte Erfahrungen mit. Die Streukreise gehen auseinander. Die besten Streukreise habe ich bei der Waffe mit 55 Grain Patronen. Welche ihr da verwendet, also ich habe bis jetzt noch keine gefunden, wo ich sagen muss, boah, lass die Finger von, die laufen eigentlich alle problemlos. Machen auch schöne Streukreise. Und wenn mal der eine Streukreisen müh größer ist, sage ich persönlich, kann an der Munition liegen oder ich habe halt einfach einen schlechten Tag. Aber da gibt es so nicht viel zu sagen. Ansonsten, ich wünsche euch viel Spaß. Ihr dürft jetzt natürlich gerne unten kommentieren, ob ihr ebenfalls zufällig auch in der Disziplin schießt. Ja, und natürlich, falls ihr auch was habt, schreibt es unten rein. Was habt ihr und vielleicht auch wegen mir, warum, wenn ihr es begründen könnt. Klar, mich interessiert das natürlich immer. Und ansonsten, ja, ein Like würde mich freuen und natürlich ein Abo dalassen. Das freut mich auch, damit ihr auch keine Videos mehr verpasst. Die Glocke aktivieren, ihr kennt den ganzen Blödsinn. Ich wünsche euch ansonsten noch einen schönen und erfolgreichen Tag. In dem Sinne, haut rein.